Hallihallo, ihr Lieben. Ja, jetzt sind es schon 10 Monate nach der Explantation meiner Implantate. Und neulich ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, dass sich noch mal was verändert hat. Tatsächlich, das war ungefähr nach 9 Monaten oder nach genau 10 Monaten, also jetzt sind 10,5. Und deswegen, da dachte ich dann, ja, müsstest du eigentlich noch mal so ein Abschlussvideo machen dazu. Und jetzt kann man die hier gerade so schön sehen. Ich habe eben Sport gemacht und es ist auch noch so ein bisschen verschwitzt hier. Also das ist so ein H&M Billig-Tanktop, 4,95 Euro. Also einfach nur so ein Baumwoll-Jersey-Material. Und ja, ihr seid im Fernsehen. Sie freuen sich. Okay, und ja, so sieht es jetzt aus. Es ist noch mal ein bisschen platter geworden tatsächlich. Als ob so das letzte bisschen entzündliches oder so ein bisschen Schwellung weggegangen ist. So, jetzt will natürlich der Hund rein. Warte kurz. Komm rein, Hund. Musik ist aus, ne? Willst du zu mir kommen? Komm her. Kannst da hinten in dein... Geh mal in dein Körbchen. Nicht? Du kannst hier in dein Körbchen gehen. Nee, es ist hier noch zu wild. So, also... Genau, was wollte ich gerade sagen? So sehen sie jetzt aus. Ich glaube, das wollte ich sagen. Ach genau, und sie sind ein bisschen platter geworden noch. Mich persönlich stört das gar nicht. Ups, ich muss aufpassen, wo ich hier anfasse, wegen dem Mikro. Also ich finde das gerade toll, dass die jetzt so platt sind. Ist irgendwie komisch, ne? Also früher fand ich die nie so toll und jetzt finde ich die super. Genau, also so sieht es jetzt aus. Es ist wirklich wenig, ne? Wenig. Ich stelle mich nochmal hin. So, wenig. Aber irgendwie passt es ja zum Rest. So, und damit kann man dann rumspringen wie bescheuert, auch ohne BH. Das ist, also es hat auch Vorteile. Also für alle jungen Mädels, die sich überlegen, sich das irgendwie aufpimpen zu lassen, denk echt gut drüber nach, ob du deinem Körper das antun möchtest. Ich würde es meinem Körper mit dem Wissen von heute auf gar keinen Fall nochmal antun. Und ja, ich liebe die kleinen Dinger so, wie sie sind. Finde die voll niedlich. Ne? So. Und die Mode ändert sich ja sowieso dauernd wieder. Und in den 90ern waren halt die großen Brüste in... Oder in den 2000ern und jetzt werden halt wieder flache Brüste in. Mein Gott, und mal davon ganz abgesehen, also ich rede wieder zu viel. Egal. Also eigentlich wollte ich ja nur sagen, ich bin zufrieden, so sehen sie aus. Fühlt es sich irgendwie noch komisch an? Nein. Also die Haut ist super. Ich habe halt wirklich auch Glück mit meiner Haut. Wie gesagt, ich hatte keine Straffung, kein Eigenfett, wie man sieht. Woher auch? Nein, also man hätte noch Fett gefunden, klar, aber ich lasse ja mir nicht irgendwo im Körper rumprokeln wieder, wo ich das ja gerade nicht mehr machen lassen will. So. Und genau. Was hat es gekostet, werde ich nicht beantworten. Ja, weil das ist wirklich... Da kann man ja nicht von mir auf andere schließen. Das geht einfach nicht, weil ich habe halt das und das bezahlt und jemand anders, der dann halt noch eine Straffung machen lässt und mehr Narben hat und wo halt auch mehr gearbeitet wird, da kostet es natürlich mehr. Dann nimmt jeder Chirurg seinen eigenen Satz, muss man auch so sehen. Dann kommt es drauf an, machst du das bei einem Privatarzt oder irgendwo in der Klinik. Bist du privat versichert oder nicht und so weiter. Also ich habe alles aus eigener Tasche bezahlt, damals den Einbau natürlich und den Ausbau auch. Und ich bin froh, dass sie jetzt wieder so sind, wie sie ursprünglich gedacht waren von der Natur, von meinem Erbauer quasi. Genau, so, das wollte ich euch einfach nur noch mal sagen. Und vielen Dank für euer Interesse an meinen Videos diesbezüglich. Und ich finde, das hat wirklich nichts mit Mut zu tun, das jetzt hier zu machen. Wie gesagt, ich würde mich hier auch nackig hinstellen. Das ist einfach nur der menschliche Körper.
Und das hat meiner Meinung nach wirklich nichts mit Mut zu tun. Also eher mit, ich bin stolz. Ich bin stolz auf meinen Körper und dass er das so gut gemacht hat. Und dass trotz dem Rumgefummel und Rumgeschneider, an dem alles noch so schön ist. Genau. Ja, also ich habe halt, wie gesagt, nur hier unten die Narben, hier so. Und ich merke jetzt, wo schon wieder dieser Wetterwechsel ist, merke ich tatsächlich, dass die Narben noch so ganz bisschen taub sind. Könnte ich mir mal akupunktieren, fällt mir dabei ein. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Narbengewebe ist kein normales Gewebe mehr. Mal ganz abgesehen davon, dass bei manchen ja auch die Narbenbildung nicht so schön ist wie bei anderen. Es kann halt wirklich, dadurch, dass da ja auch überall Nerven sind, kann es dazu führen, dass um die Narbe herum sich das dann ein bisschen komisch anfühlt. Und was nützt es einem denn, wenn man irgendwie rein äußerlich und verpackt noch schön aussieht und selber aber ein total blödes Körpergefühl hat? Also, ja, genau. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, einen Kommentar. Teilt das gerne, wenn ihr möchtet. Nur bitte habt Verständnis, dass ich wirklich nicht darauf antworte, auf irgendwelche Fragen wie, keine Ahnung, wie viel kostet es oder, ja, ne? Also das werde ich nicht beantworten. Gut, ich danke dir fürs Zuschauen und ja, bleib so natürlich, wie du bist. Ich glaube, fürs Alter ist das das Allerbeste. Mit meinem Wissen heutzutage auf jeden Fall. Ja. Bis bald. Tschüss.